Willkommen bei Deponia. So, irgendwie muss ich hier raus aus dem Ding. So, jetzt geht es. Hat aber trotzdem noch die Aufnahme. Ja, die Aufnahme hat er noch. So, weiterspielen ist nicht möglich, denn ich spiele dieses Spiel neu. Ich habe es noch nicht gespielt, ich kenne mich damit nicht aus und ich spiele es auch nur an. So, Neustart. Wieder ein Modus aus. Wow, oder was ist das? Also hier steht nicht und hier steht wow. Wahrscheinlich ist es eine Art Kreativmodus. Ich mache einfach mal irgendetwas. Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja. So, jetzt muss ich mal kurz die Aufnahmelautstärke hier im Spiel regeln. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Ah, da ist der Cursor. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du, du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... So, hier mache ich mal ganz kurz Cut, weil vorm Fenster sitzen welche, die machen hier permanent Lärm. Ich werde dir mal das Rollo runterrollen, damit ich mal ein bisschen meine Ruhe habe. So, die beiden Nervensägen sitzen zwar immer noch da, aber es ist auf jeden Fall ruhiger. Weiter. Er hat mir jetzt eine Frage gestellt. Wie man jemanden anspricht, oder wie man anspricht oder wie man ein Objekt ansieht. Ich gehe jetzt mal auf Objekt ansehen. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. So... Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und mit der rechten Maustaste klicken, sobald das Auge erscheint. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben, jetzt kannst du mit einem Klick auf den Griff oben rechts das Inventar öffnen. So, mit einem Griff oben rechts. Suchst du noch immer dein Inventar? Eben hatte ich es noch. Warum klickst du nicht einfach auf den Griff da oben rechts in der Ecke? Es ist doch immer da, wo man zuletzt sucht. Moment mal! Hast du dir das nicht beim Spielstart so ausgesucht? Wenn du dich umentscheiden willst, kannst du es jederzeit im Optionsmenü ändern. So. Nein, überspringen möchte ich nicht. Oben rechts. Jetzt muss ich selber mal gucken.
Nee, weiterspielen. Einstellungen, Inventar, wenn ich schon dabei bin. Gut. Hauptmenü. Das geht doch in den Einstellungen, Optionen. So, die Musiklautstärke muss nicht erlaubt sein. Mitwirkende Extras, was gibt's denn hier noch alles? Ah, das kann man alles freischalten. Mitwirkende ist irrelevant. Na? Hey, da ist es ja. Ah, genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja. Hier, gucken. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Das kann ja noch. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Sieh her, Wenzel, es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. So, jetzt haben wir Yin und Yang. Sieh her, Wenzel, es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Okay. Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Unauffällige Dieses Anspannung. Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Ich weiß, aber wie du weißt... Hat mir schon. Alles klar. Dann gehe ich jetzt mal hier rauf. Wie kann ich das denn verwenden? Warte mal, wenn ich jetzt hier oben drauf gehe. Ah, speichern. Ja. Dann kann ich das auf jeden Fall so speichern erstmal. Das ist schon mal gut. Und weiterspielen. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Aber irgendwas hat das doch mit diesem Teil jetzt an sich. Ah, wahrscheinlich muss man das hier reinstecken. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Und drücken. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Da kann ja noch was passieren. Ups. Ach, ich liebe Tutorials. Und weiter geht's. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit brach er, ich bin's leid. Macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Wow, jetzt sind wir erstmal angekommen. Das Tutorial haben wir hinter uns. Müll. Noch mehr Müll.
Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Gut, jetzt kann ich wieder hantieren. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. So. Es fehlt nur noch etwas der Seitenzahn... Ein paar Socken und das... Das könnte nützlich werden. Also man kann selber nicht mit WASD hier drinnen laufen, es geht alles nur über die Maus. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Immer einpacken, was geht. So, da geht's jetzt runter. Ich werde die Zeit hier nicht viel machen, ist alles nur angespielt. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Hm, verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. So. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Boah, was für eine Plörre. So, in die Toilette geht's auch rein. Jo, was sagst du was dazu? Okay, keine Ahnung. Ah, hier geht's auch runter. So. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Na, er kann ja mal trotzdem hingehen und die Spüle betätigen. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Du hast... Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ah, das frage ich mich auch. Wie ist die da bloß hingekommen? Wollt ihr schon Mitbewohner haben? Diese Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Oh Gott. Oh. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt können wir mal ins Inventar schauen. Das konnte er hier alles einsammeln. Topf und so weiter. Es wird doch alles noch benötigt. Und, ja. Ach, da hinten ist ja noch ein Schrank. Stimmt. Und das Ding auch mitnehmen. Und das ist Tonis Zimmer. Die Höhle des Löwen. Oder besser, die Natterngrube. Geht's da durch? Was ist das? Naja. Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Schaut euch mal den Unterschied an hier. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Er hat noch nicht zu Ende gepackt, also muss hier irgendwo noch was fehlen.
Ja, da werde ich mal schauen. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Aber hier geht's ja auch noch weiter. Hier ist eine Kammer. Die ist mir gar nicht aufgefallen. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Habe ich auch mal eine Klinke? Das sieht zwar aus wie eine, ist aber keine. Okay, dann gehe ich jetzt mal hoch hier. Es kann ja sein, dass ich oben noch nicht alles genommen habe. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Den Schubfach vielleicht? So, da bin ich wieder. Und, ja. Keine Ahnung, hier war gerade irgendwas los. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier OBS noch weiter funktioniert. OBS funktioniert weiter. Ich kann ja leider nicht großartig aufsammeln. Ich weiß nicht, wo die Klinke ist. Vielleicht hier drinnen. In den Schubfächern. Die ragen so heraus. Nö, hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Und hier? Genau, das kann er ja nehmen. Dann haben wir da schon was. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. So. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Ja. Warum auch nicht? Hier geht's auch nicht lang. Es kann ja nur hier irgendwo sein. Eine Türklinke kann er auch nirgendwo wegnehmen. Hier auch nicht. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. So, hier ist er nicht mehr. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ja, was fehlt denn noch? Also, ich weiß nicht mehr, was hier fehlt. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Aber erstmal muss man da reinkommen. Jetzt gucke ich mal hier oben. Gibt es hier irgendetwas, um da reinzukommen? Irgendwas muss man das Ding doch benutzen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Okay, hier geht's schon mal nicht. Ich kann das Werkzeug auch die ganze Zeit in der Hand halten. Ist wow, gut zu wissen. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Hebel. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Hier ist eine Gabel. Hier habe ich ganz vergessen. Komme ich jetzt hier raus? Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Also ich bin ja immer ratlos, also ich weiß auch nicht, was da los ist. So. Verschlossen. Dann versuche ich das mal mit der Gabel hier. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Also man muss ja auch auf Kleinigkeiten schauen.
Ich habe aufgegeben, die Kiste aufzubekommen. Ich will sowieso gar nicht wissen, was da drin ist. Das war eigentlich kein Teil des Plans. Aber man muss auch improvisieren können. Okay, das heißt, ich muss die Gabel erstmal zurücklegen hier. Und einmal mal schauen, überall anklicken hier, was es alles gibt. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. So, soll er nehmen. Vielleicht hier oder da. Da. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Geht auch nicht. Also hier oben bin ich ausgeschöpft. Hier unten ist nicht mehr weiter. Toilettentür, vielleicht hier oben. Nö, geht er da hoch? Also gute Frage, nächste Frage. Es kann ja nur da unten weitergehen. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Das ist meine Einstellung. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. So. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ich brauche einen besseren Behälter. Der Topf hat keinen Deckel. Und am Ende kullern die mir... Okay, ein Topf mit Deckel. Wie geht denn das? Das ist so, also bei... Ich muss sagen, hier kann man gut improvisieren. Jetzt muss man natürlich rausfinden, kann man irgendwie... Nein, das Zeug schmeckt nicht. Been there, done that. Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Typisch. Toni arbeitet den ganzen Tag und ich muss hungern. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Ach, Mensch. Okay. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Okay, dann hier geht's leider nicht raus. Und hier drin ist auch leider nicht drin. Also man kann jetzt so viel jetzt anfassen. Ich bin gerade ein bisschen ratlos hier bei diesem Tutorial. Man kann nicht spielen. Also, was brauchen wir für die Kammer? Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Nee, Mensch. So, nehme ich da einmal mal die Gabel. Vielleicht geht da die Gabel. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Mal gucken. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Ist doch was für... Das ergäbe sicher ein grandioses Alter. Okay, ist doch was für. Das ist ja die Wahlwiederholung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier weiterkomme. Und, vielleicht findet ihr es eher raus. Man kann jetzt auf jeden Fall spielen. Ja. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Hier muss irgendwo was noch versteckt sein. Vielleicht in den kleinen Lücken hier irgendwo. Also einmal mal überall draufklicken. Und dann erstmal schauen, ob eventuell noch irgendwo was versteckt ist. Na, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Was fehlt Ihnen denn eigentlich noch? Der Schuh, den will er nicht haben.
Hier oben ist auch nicht mehr. Hier ist auch nicht mehr. Also ich finde hier nicht mehr. Gut. Dann würde ich mal sagen, ihr findet das vielleicht eher raus als ich. Ich stelle mich hier ein bisschen doof an. Und werde mal schauen, wie ich da so das Spiel gegebenenfalls noch spielen kann, weil für mich ist es interessant, es ist lustig, es macht Spaß. Als Handling ist doof, aber man muss damit klarkommen. Man kann es spielen und probiert es einfach mal aus. Deponia 1 und es gibt auch Deponia 2. Es gibt wunderschöne Musik dazu und Kronk spielt da drin auch mit. Ja, bis dahin noch viel Spaß und ja. Tschüss.